Indien, ein Land, mit dem wir Elefantengewürze und bunte Tempel verbinden. Aber vielleicht sind wir näher mit dem Land verbunden, als wir glauben. Der Stoff von unseren T-Shirts, unseren Jeans und Kleidern, vielleicht hergestellt in Indien, denn es soll ja für uns erschwinglich sein und da ist ein Produzent wie Indien Gold wert. In Indien ist die ganze Familie in die Herstellung unserer Produkte einbezogen. Allerdings nur so lange, wie die Löhne dort niedrig bleiben. Ein Segen für uns, dieser freie Handel. Der freie Handel ist eigentlich per se nicht unbedingt ein Problem, wenn es gewisse Spielregeln gibt. Und die Spielregeln werden leider im Moment noch nicht so ganz in der Balance, gebracht. Auch da fängt es wieder oft bei uns an. Wir wollen, und das ist auch so ein bisschen eine deutsche Kultur, billiger, billiger. Es gibt die meisten Discountläden europaweit in Deutschland. Es gibt die wenigsten Ausgaben für Nahrungsmittel in Deutschland. Und da fängt es an, im Grunde genommen freien Handel zu gestalten, indem man gezielt auf gute Produkte zurückgreift. Gute Produkte, klar, individuell gestaltet, ein wenig verrückt im Aussehen, so könnten die Stoffe schon sein. Und da dürfen die Inder auch gerne auf traditionelle Techniken zurückgreifen, Blockprinting zum Beispiel. Ein altes Handwerk in den letzten Jahren wiederbelebt. Auch wenn das Herstellen der Holzstempel und das Drucken eine etwas kompliziertere und aufwendige Arbeit ist. Die EU unterstützt diese Aktivitäten und damit entfallen für die Inder die Einfuhrbegrenzungen nach Europa. Uns ist nur wichtig, dass die Produkte aus Indien hier angesagt sind und nicht mit giftigen Stoffen behandelt wurden. Es kann ja nicht angehen, dass man Hautausschlag bekommt, nur weil ein Familienbetrieb in Indien nicht in eine umweltgerechte Technik investiert. Wenn wir beispielsweise Indien oder Kambodscha, Vietnam vor allem spielt da eine große Rolle, oder China, kritisieren, dass die keine vernünftigen sozialen Standards haben, dann sagen uns die Länder immer als Ausrede, ja, aber ihr macht ja Protektionismus, ihr lasst uns mit unseren Produkten nicht rein. Das ist eine sehr starke Fehlentwicklung, die ja teilweise auch fast zu wirtschaftskriegsähnlichen Zuständen führt. Und da gibt es nur eine Antwort, wir müssen die Märkte liberalisieren, aber jetzt kommt etwas Entscheidendes, mit Standards. Mit sozialen, ökologischen Standards, die weltweit nicht unterschritten werden dürfen. Klar wäre es schön, wenn es solche Standards gäbe. Aber darüber, wie die dort Textilien herstellen, habe ich eigentlich recht wenige Informationen. Davon bekommen wir hier in der Regel wenig mit. Wir leben hier und wir sind doch hier nicht für deren Wirtschaft verantwortlich. Ja, es ist halt auch nicht alles nur Sonnenschein. Ja, da gibt es eben Chemielachen, wo Menschen sich drin rumquälen müssen. Aber das ist Schuld daran, ist die Korruption im eigenen Land. Und man darf die Schuldigen nicht miteinander verwechseln. Ja, die Globalisierung wird zu oft schuldig gemacht. Jeder Einzelne, der sich bewusst ist darüber, dass er bestimmte Produkte, die er hier billig bekommen kann, so unglaubliche emotionale und ethische hohe Leistung, dann zu sagen, nein, ich will das Produkt nicht, weil ich genau weiß, ich kenne die Kinder, die beispielsweise in Indien mit Kinderarbeit dafür gesorgt haben, dass ich hier mit einer billigen Klamotte rumlaufe. Wenn das Schülerinnen und Schüler zum Kaufverhalten, zum Kriterium des Kaufverhaltens machen, dann verdienen sie ein Riesenkompliment.